Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Und mir ist aufgefallen, ich habe in meinem Prolog-Video, wo ich hier über die Spieleinstellungen und so weiter geredet habe, eine Sache völlig vergessen. Und zwar habe ich mal was Neues gewagt, noch was Neues. Und zwar, ich habe zufällige neue Welt aktiviert. Ja, habe ich bisher immer vermieden, machen auch ganz wenige Let's Play, habe ich gesehen. Aber ich habe mir gedacht, wo unser Fokus jetzt mal nicht auf Kolonisierung liegt, aber vielleicht ein paar, ist das mal eine ganz gute Gelegenheit, zumal im letzten DLC ja die Sache nochmal deutlich verbessert werden wurde. Ich habe mal auch ein paar geladen und mir dann mal angeguckt, was da so entsteht und es sah eigentlich ganz, ganz gut aus. Also das ist aktiviert, nur dass ihr wisst, das wird also noch ein bisschen spannend und überraschend. Was ist hier eigentlich los? Besetzt durch Burgund, okay. Ja, das wird noch mal ein bisschen spannend und überraschend, wie sich das entwickeln wird. Mal sehen. Also insofern wird Kartenaustausch, Karteninformation auch noch von Bedeutung sein. So, zurück zu unserer Lage hier. Und ich habe mir die diplomatische Situation doch noch mal durch den Kopf gehen lassen. Und ich bin der Überzeugung jetzt doch, dass die Gelegenheit eigentlich gar nicht so schlecht ist, jetzt schon den Krieg hier mit Mecklenburg zu wagen. Der Punkt ist, wir könnten es tun. Wir könnten es tun, Eroberung von Wismar als Ziel, indem wir hier Brandenburg Landgewinne versprechen. Und zwar nämlich, um genau zu sein, Rostock. Das müssten wir dann halt opfern. Das würde Brandenburg bekommen. Wir könnten aber in diesem gleichen Krieg Wismar und Lauenburg kriegen, glaube ich, wenn ich mich nicht verkalkuliere, indem wir hier Lauenburg als Kriegsgegner aktivieren. Allerdings können sie dann natürlich weitere Bündnispartner mit einladen. Jetzt müssen wir mal gucken. Sie sind aber mit Verden und Mecklenburg. Und jetzt gucke ich hier nochmal. Verden ist sowieso mit im Krieg. Deswegen stört uns das nicht. Weiter. Die Frage ist, sind wir stark genug? Ich meinte, Brandenburg hat jetzt ein paar Einheiten gebaut, sehe ich gerade. Die kommen auf 10.000. Wir können auch noch eine über den Durst, denke ich, uns leisten. Wir sind ja ganz schön im Plus. Das Geld werden wir jetzt mal aufbewahren. Und hier stehen überall keine Festungen rum. Das heißt, die Sache könnte eigentlich ziemlich schnell klappen. Also es ist ein Versuch wert. Und der Vorteil ist einfach, wir werden sehr schnell plötzlich sehr viel stärker und können weitere neue Ziele anpeilen. Der Nachteil ist, dass Brandenburg hier Rostock bekommt. Etwas, was mir insgesamt nicht so sehr behagt. Aber ich denke, die Vorteile überwiegen doch. Wir werden mal weiter erstmal mit einem Diplomaten hier nochmal beim Kaiser ein bisschen gute Stimmung machen. Dass der ein Auge zudrückt. Nein, den interessiert das ja sowieso nicht, wenn wir Kriegsgründe haben. Und ansonsten werden wir dementsprechend mal auch unsere Festungen aktivieren. Und ich will noch eine weitere Infanteristen hier haben. Dann sind wir ein über den Durst. Das sollten wir uns leisten können. Mal sehen. Wir lassen also mal den vollen Unterhalt an. Warten mal ab, bis unsere Truppen wieder da sind. Müssen natürlich voll ausgeheilt sein. Das ist klar. Oh, und unser Künstler ist tot. Das ist aber gar nicht so schlecht. Leider kriegen wir 9. Das ist ja doof. Oskar Boetefür ist jetzt am Start. Oder Boetefür, um ihn richtig auszusprechen. Wir brauchen eigentlich im Moment keinen Künstler, denn die Stabilität ist in Ordnung. Die Frage ist, also Missionarstärke ist doof. Die Frage ist, wir könnten Verstärkungsrate Regimenter. Nützt uns das jetzt oder nützt uns eher die Festungsverteidigung? Die Verstärkungsrate. Na gut, wir werden schneller wieder. Ist im Krieg vielleicht nicht schlecht. Könnte hilfreich sein. Wir werden den nehmen. Ich glaube, die Festungsverteidigung, wir haben eine gute Festung. Die Gegner haben keine. Das wird hoffentlich nicht der kritische Punkt werden. Ich will jetzt hier keinen neuen holen. Den können wir uns nicht leisten. Wir nehmen mal hier Otto Horwege, einen Quartiermeister. Mal schauen. So. Okay, Leute. Dann lassen wir die Sache weiterlaufen. Solange wir auch noch einen guten General haben, ist das, glaube ich, auch ein ganz guter Punkt. So, Elsass-Breisgau, Österreich, Warnung, Baden. Baden auch eine Handelsliga. Und was haben wir hier? Aha. Togur, ein Angriff auf dem Sap. Na gut.
Lockere Zunge. Achso, das ist so ein neues Event aufgrund einer Eigenschaft eines Herrschers, dass er eine lockere Zunge hat. Dann bekommt man bestimmte Informationen, was die gerade planen. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Sache. Gefällt mir echt gut. So, und wir haben die Renaissance. Seit dem 14. Jahrhundert förderten die Wohlhabenden und Mächtigen in den italienischen Stadtstaaten Künstler und Gelehrte, die bereit waren, die alten römischen und griechischen Gesellschaften ihrer Vorväter zu erforschen. Als kulturelle Bewegung erstreckt sich die Renaissance bereits über einen Großteil der Region und hat sie großen Einfluss auf Literatur, Kunst, Philosophie und Musik. Humanistische Gelehrte analysieren darüber hinaus die Gesellschaft, in der sie leben, und vergleichen sie mit den Idealen der Philosophen der Antike. Zur Jahreswende 1450 ist der Humanismus der Renaissance zu einer reiferen Bewegung geworden, die bereit ist, alle Aspekte der Gesellschaft zu durchdringen. Ein neues Ideal für Herrscher sowie für jene, die beherrscht werden, verbreitet sich so schnell, wie die frühen Drucker Kopien dieser neuen Ideen verteilen können. Ein wahrer Humanist der Renaissance ist ein Experte auf jedem Gebiet, von der Politik und Philosophie bis hin zur Kunst, Textanalyse, Musik und Architektur. Die Renaissance ist nun bereit, die Welt so neu zu gestalten, dass sie besser zu den Idealen der Antike passt. Ja, und das ändert alles. Und entscheidend ist, wann dieses neue Denken denn bei uns Einzug hält. Da schauen wir mal hier. Wir sehen, die Renaissance ist in Ferrara. Das ist der Geburtsort und sie wird sich jetzt ausbreiten. Ich glaube vor allem der Entwicklungsstufe gemäß. Tja, mal sehen, wann sie bei uns hier ist in der Nähe. Warum sind eigentlich manche schraffiert und manche nicht? Weiß ich jetzt eigentlich gar nicht. Wir sind schraffiert. Naja, wir werden das beobachten, wie schnell die sich ausbreitet. Okay, wir warten jetzt auf die restlichen Truppen, die hier zurückgeschippert werden. Das dauert ja sein Weilchen. Und vor allem müssen sie sich dann noch gehörig erholen. Wir haben natürlich jetzt ein Minus von 0,13, das geht aber. Das können wir, glaube ich, ertragen, weil wir auch zu viele Soldaten haben. So, wir müssen noch 1100. Wie viel? Oh Gott. 10 pro Monat kriegen wir hier. Nee, das kann nicht sein. Ach nee, wir haben volle. Ah, das ist Quatsch. Wir kriegen nicht 1100. Alles klar. Wir haben jetzt volle 8000, so viel wie wir auch Truppen haben, Einheiten haben. So, die Frage ist, können wir uns sogar noch eine leisten? Warte mal, wie weit sind wir hier über dem Durst? 2,51, 0,56 überschritten. Das würden wir eine Weile durchhalten. Wir müssen nämlich jetzt wirklich es ausreizen. Die Sache wird knapp. Außerdem hat er auch noch nicht seine 10.000. Wisst ihr was? Wir machen das. Wir heben noch einen aus. Noch einen Infanteristen. Alles andere wird zu teuer. 86. Es könnte knapp werden. Minus 0,08. Mal gucken. So, unsere Festung muss natürlich auch wieder. So, jetzt haben wir aber. Unsere Festung muss ja auch erstmal wieder besetzt werden. England. Lothringen. England wird gezwungen sein. Oh, gegen Lothringen. Separatfrieden. Kriegsreparation. Wohlan. Das soll uns jetzt nicht unterbrechen bei unseren Vorbereitungen auf diesen heiklen Krieg. Mal gucken, sie haben 4000 Reiter. Das ist eine schöne Sache. Da können sie, glaube ich, hier uns sehr, sehr gut helfen. Ja, Condottieri werden wir definitiv jetzt nicht ausleihen. Und wir sind eigentlich jetzt einsatzbereit. Was haben wir für Minus? Minus 1. Das ist okay. Das ist voll in Ordnung. Gut. Warnung an Lancaster. So, dann ist es jetzt soweit, Leute. Wir erklären aktiv unseren ersten Krieg. Friesland, Werden und Sachsen-Lauenburg sind dabei. Mecklenburg hat 6000, Sachsen-Lauenburg 5000, Werden wissen wir nicht. Friesland wissen wir auch noch nicht. Auf jeden Fall wird es knapp. Das muss man mal so sagen. Wir haben 9000, die Brandenburger 10.000. Wir müssen irgendwie schnell und gut sein. Gott sei Dank haben wir einen fähigen General, muss man einfach mal so sagen. Der wird ein bisschen was reißen. Wir riskieren es. Wir riskieren es, Leute. Wir werden die Eroberung von Wismar anstreben.
Wir werden Brandenburg Land versprechen und wir werden Sachsen-Lauenberg auch zum direkten Kriegsgegner machen. Und dann wollen wir mal sehen, was das jetzt bringt. So. Nationale Entscheidungen sind verfügbar. Ah ja, der Adler von Lübeck. Da kriegen wir ein großes Schiff. Müssen allerdings 50 Dukaten bezahlen. Das werden wir jetzt nicht machen. Deswegen werde ich mich mit der Entscheidung auch noch nicht so beschäftigen. Gut. Dann würde ich sagen, jetzt ist die Frage. Liegt hier eigentlich ein Fluss dazwischen? Ein Fluss liegt zwischen dieser Provinz und Lüneburg. Man könnte natürlich sagen, man versucht jetzt erst einmal die zu erledigen. 5000 Mann wäre machbar. Sie haben keinen Anführer. Um dann... ich glaube, wir machen das so. Allerdings kann natürlich aus Pferden Verstärkung kommen. Und dann könnte es schon eng werden. Ah, das ist jetzt schon heikel. Die Sache ist jetzt schon heikel. Ich hoffe ja, dass er jetzt hier in diese richtige Richtung zieht. Insofern wäre es vielleicht klüger, in Richtung der Mecklenburgischen Armee zu ziehen. Oh Mann. Aber nee, kommt, wir riskieren es. Vielleicht... Ach, die haben noch gar nicht den Kriegseintritt erklärt. Okay. Hä? Sind die... Die sind nicht mit dabei im Krieg. Tatsächlich. Ha! Die haben ihn verlassen. Oha. Na gut, dann geht der Plan nur halb auf. Schade eigentlich. Wirklich schade. Aber okay. Dann ist es eben so. Dann wird die Sache zumindest überschaubarer. Dann werden wir uns auf den Weg machen. Oh, wir haben schon wieder diese heretische Handelsforschung. Wir akzeptieren die Forderung. Und die erste Schlacht kommt. Am 13. Mai in Rostock. Wir haben natürlich den Geländenachteil. Der Gegner hat einen guten Fernkämpfer. 1-1-1-1. Na gut, der Nahkampf ist hier, glaube ich, entscheidender. Insofern läuft es, glaube ich, ganz gut gerade. Ja, das ist okay. Das müssten wir gewinnen. Jetzt wird es ein bisschen unangenehm. Aber jetzt hauen wir richtig rein und wir haben die gesamte mecklenburgische Armee erledigt. Und, unser General hat eine Eigenschaft bekommen. Ja, auch was Neues. Er ist Ruhmsucher geworden. Und 5 plus 50 Prestige Landschlachten und plus 50% Armeetradition Landschlachten. Na gut, warum nicht? Was jetzt allerdings ein bisschen schade ist, wir hätten eigentlich in dieser Konstellation hätten wir gar nicht die Brandenburger gebraucht. Jetzt ist es ein bisschen blöd, jetzt haben wir ihnen Land versprochen. Haben wir etwas Häkchen nicht gemacht? Ich lach mich tot. Wir haben das Häkchen nicht gemacht. Ist ja genial. Als hätte ich es geahnt. Das ist ja spitzenmäßig. Ja, perfekt. Dann würde ich mal sagen, belagern wir mal schnell Rostock, Wismar und die Sache ist erledigt. Habe ich das Häkchen vergessen? Ich wusste, warum ich das Häkchen vergesse. Nobles Erbe von Lübeck. Unsere republikanische Nation hat viele der alten Ideen zur Adel- und Feudalherrschaft abgeschafft. Aber manchmal, wenn sie uns von Nutzen sind, sind wir gewillt, sie je nach Situation zu überdenken. Solch eine Situation ist in Lübeck aufgetreten, wo ein lokaler Aristokrat behauptet, das Land jenseits unserer Grenze sei tatsächlich rechtmäßiger Teil des Grundbesitzes seiner Familie. Lokale Kaufleute haben eine Petition gegen diese Behauptung eingereicht, da sie gerade erst ein wichtiges Handelsabkommen mit dem Nachbarstaat ausgehandelt haben. Sie argumentieren, dass für eine Republik der Handel an erster Stelle stehen sollte. Die Ansprüche der Adligen führen nur zu Krieg und Elend. Tja, wem sagt ihr das? So, wir haben einen Anspruch auf Holstein. Nee, das brauchen wir jetzt nicht. Bringt nur Ärger dort mit Dänemark. Nee, lass uns lieber das andere machen. Handel mit Nachbarn bekommen wir Provinzhandelseinfluss plus 5. Und Mecklenburgs Meinung über Lübeck verbessert sich. Wieso denn Mecklenburg? Es geht auch um Holstein. Ist ja Quatsch. Na egal, Sie haben recht. Wir sollten dieses kleinliche Gezänk beenden.
beenden wir das. Wir haben jetzt andere Dinge zu tun. Wir wollen einen Krieg gewinnen. Wir wollen erobern. Und wie es aussieht, dürfte das problemlos klappen. Die bauen hier mal eben noch ein kleines Schiffchen. Achso, wir belagern natürlich die Hauptstadt. Vielleicht sollten wir uns Wismar vorher holen. Ich weiß nicht genau. Oder vielleicht mal was abspalten, um uns schnell noch Wismar zu besorgen. Wir halbieren die einfach mal. Wir bringen einen Teil mal hier hin. Um das mit Wismar schnell zu erledigen, ist ja immerhin das Kriegsziel. Das sollten wir der Form halber dann auch haben. So, Kastilien hat England zum Rivalen bestimmt. Okay, und Frankreich warnt Provence. Frankreich warnt die Bretagne. So, Wismar ist besetzt. Sehr schön. Ist es sinnvoll, wenn wir das dann noch hinschicken? Ja, machen wir das mal. Okay, wir haben auch schon 57% Kriegsstand. Die Frage ist, wir könnten natürlich jetzt auch Folgendes machen. Ja, ich weiß nicht. Wir machen mal den vollen. Wir machen es mal noch voll. Die 100%. Mal gucken, was wir rausholen können. Kastilien hat Frankreich als Rivalen bestimmt. Und dicker als Wasser haben wir. Für viele mächtige Leute in Lübeck wird Staat durch Kontakte oder Reichtum definiert. Aber die Adligen schätzen Blutsbande immer noch sehr hoch. Obwohl die Adligen derzeit bei weitem nicht die stärkste Fraktion in unserer Republik sind, setzen sie immer noch dieselben Methoden ein, um sich Loyalität zu versichern. Die vor kurzem erhaltene Anfrage einer bekannten Aristokratenfamilie um die Hand eurer Tochter ist ganz offensichtlich eine solche Methode. Ihr wisst, dass dies euch zwingen wird, eure Politik an diese Adligen anzupassen, was die Republik schwächen wird, aber eine Weigerung wird kaltes Wasser auf ihre Begeisterung schütten, eure geplanten Militärreformen zu unterstützen. So, ablehnen, wir verlieren militärische Macht oder annehmen, dann erhalten die Aristokraten Einfluss. Ja, wir haben echt, es ist echt ein bisschen knapp mit der militärischen Macht. Ich glaube, wir sind ja hier bei 84. Ich glaube, wir machen das mal. Das mit dem Einfluss gefällt mir nicht. Im Hintergrund meldet sich meine Katze. Aber die muss einen Augenblick warten. Wir wollen mal die Beziehung zu der Familie aufrechterhalten. So, jetzt sind wir aber vor allem gespannt auf die Belagerung. Österreich, Staatsehre mit Argon. Abgebrochen. Osmanen. Oh, jetzt passiert hier viel. Osmanen, Österreich, Rivalen. Kirchenstaat hat Frankreich als Rivale. Na gut. So, Rostock fällt bald. Sehr schön. Wir machen auch eine hübsche Blockade. Und wir sind soweit. Wir könnten die erste Technologie einführen. Wir warten mal noch ein bisschen. Wir haben eh jetzt nicht das Geld. Nützt uns nichts. Der Papst exkommuniziert die Provence. Okay. So. Warte mal, aber das Bündnis ist noch da, ne? Ja, genau. Wir werden mal zwischenzeitlich eine Beziehung verbessern. Haben wir schon mit Österreich. Wir brauchen jetzt den Diplomaten. Ein neuer Hochmeister. Staatsehr mit Navarra. So, Leute, jetzt kommt. Holt uns Rostock. Was wollt ihr hier? Wollt ihr ein bisschen Eindruck schinden oder wollt ihr was lernen? So, die Verteidiger desertieren. Sehr schön. Die Stadt sollte doch bald fallen. Wir sind sogar im Plus durch die ganzen Plünderungen und Blockaden. Was? Brandenburg erklärt Mecklenburg den Krieg. Ich fasse es nicht. Das ist ja wohl eine Frechheit. Aber ich stehe ja Gott sei Dank hier. So, was machen wir jetzt? Das ist echt unglaublich. Die Brandenburger. Zum Glück habe ich das Häkchen vergessen. Oh, wann fällt denn diese Stadt endlich? Wir könnten stürmen, aber das sind die Lübecker Soldaten nicht gewohnt. Moskau Frieden mit Nowgorod. Oh, das ist aber nicht so toll für Moskau gelaufen. Keine Gebietsabtretung. Nur Anspruchsverzicht. Ja, da haben sie ja nochmal Glück gehabt, ne? Das läuft in der Regel sonst anders. Okay, Leute. Was passiert hier in Rostock? Mensch, das kann doch nicht so lange dauern. Jetzt ist es soweit. Und wir haben die 100%. Sehr schön. Was gibt es hier für ein Bündnis?
Pommern mit Litauen. Oh, damit werden sie in diese Händel reingezogen. Und wir wollen jetzt mal gucken, was wir hier bekommen. So, wir könnten Mecklenburg komplett vasalisieren. Das ist die erste Option. Wir könnten aber auch, wie geplant, Wismar verlangen und den Rest vasalisieren. Was ist besser? Also die Idee mit Wismar war, dass wir dort hier das mal ausprobieren und eine Stadt hier, eine Handelsstadt gründen. Ich finde, das passt auch bei Wismar ganz gut. Die Frage ist, ist es lohnenswerter, einen größeren Vasallen zu haben? Aber der hat ja dann, der hat ja auch Freiheitsbestreben und wenn die größer sind, ist das schwierig, die unter Kontrolle zu bringen. Wir werden das, glaube ich, mal so machen. Wir werden das so machen, ja. Und mal gucken, ob sie uns noch Geld geben können. Jo. Oh, die haben aber viel Geld. Das ist ja großartig, Leute. Wow. Wahnsinn. 142 Goldstücke. Das hat sich ja richtig gelohnt. So, mal schauen. Ach, verdammt. Unser neuer Untertan wird uns in einen Krieg mit Brandenburg hineinziehen. Ach, du Mist. Ach, du Mist. Das ist ja jetzt, das ist ja total Panne. Das ist ja eine Katastrophe. Oh Leute, jetzt muss ich ein bisschen überlegen. Also wir haben deutlich weniger, naja, was heißt deutlich? Wir haben weniger Soldaten. 9.000, die haben 11.000. Allerdings wären wir durchaus in der Lage, auch finanziell schnell ein paar Söldner zu rekrutieren. Und mit ein bisschen Glück könnten wir die brandenburgische... Oh Mann, könnten wir die brandenburgische Armee erledigen? Oh, das ist heikel. Das ist heikel. Dann verlieren wir natürlich unseren einzigen mächtigen Bündnispartner und verscherzen es uns mit dem. Aber das jetzt aus den Händen geben? Ich meinte, wenn wir jetzt uns mit Wismar begnügen, dann werden die Brandenburger Rostock bekommen. Ich glaube, ich lasse es mal offen, Leute. Das nenne ich mal Cliffhanger. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Euer Steinmalen.